Eine bleierne Zeit war auch der deutsche Herbst. Denn auch damals, in den 70er Jahren, herrschte Angst in Deutschland. Es ging uns gut. Ein reiches Land, wie Phönix aus der Asche gestiegen. Die Mörder der Nazizeit, Richter und Ärzte, Väter und Mütter, waren noch unter uns. Die Studenten rebellierten aber nicht gegen sie, sondern gegen das System. Der Terror made in Germany war etwas Besonderes. Das Bild des in Berlin am 2. Juni 1967 erschossenen Benno Ohnesorg ging um die Welt. Eine junge Frau kniet über dem Sterbenden, stützt seinen Kopf. Das war für viele das Fanal für den endgültigen Schritt in die RAF oder die Bewegung 2. Juni. Auf der anderen Seite Michael Buback, Sohn des von der RAF hingerichteten Generalbundesanwalts Siegfried Buback. Er hat sich die Aufklärung des Mordes an seinem Vater zur Lebensaufgabe gemacht. Ironisch, auch er traut dem System nicht, der Bundesrepublik, seiner Justiz und Politik. Zu viel wurde kaschiert und gedeckt. In unserer heutigen Folge des Stammheim-Tagebuchs trifft Michael Buback das ehemalige Mitglied der Bewegung 2. Juni, Bommi Baumann. Clemens Rieher war dabei. Juni 1967, Bezugspunkt und Namensdatum der heutigen Terroristen. Schah-Besuch in Berlin, schwere Zusammenstöße der Polizei mit Anti-Schah-Demonstranten, Tod des Studenten Ohnesorg durch eine Polizeikugel. Diese Militanzgeschichten ist doch, lag doch nicht nur an uns. Also wenn eine Zivilgesellschaft plötzlich Gewalt entsteht, dann haben doch beide Seiten versagt. Da haben Oppositionen wie Herrschende haben den Faden verloren. Die Gewalt steigert sich schon 1969 bis zu einer Serie von Bombenattentaten, die zum Teil noch heute unaufgeklärt sind. Dass niemand darüber redet, also diese Mitschuld, also quasi gesamte Komplex, dass man irgendwann mal merkt, der Geheimdienst war da mit dran beteiligt und in der Form. Und niemand redet drüber, der ärgert mich. Und hier ist jetzt mal die Gelegenheit, dass man diese Sachen aufs Tablett bringen kann. Wir haben eine Angeklagte, über die kaum jemand etwas weiß. Nicht? Das ist ja jetzt nun sehr bekannt geworden, dass es Verena Becker gibt und was ihr vorgeworfen wird. Aber vor 3, 4 Jahren, als sie das erste Mal überhaupt in das Blickfeld rückte, gab es ja über Frau Becker kaum eine Information. Diese Bewegung 2. Juni hat eine Besonderheit gegenüber der RAF. Sie ist nämlich infiltriert worden wie keine andere bundesdeutsche terroristische Organisation durch den Verfassungsschutz. Und wenn man das zusammenführt, dann hat man natürlich einen Hinweis darauf, dass Verena Becker vielleicht durchaus diese Doppelrolle gespielt haben könnte. Die Bande und ihre Helfer beginnen gegen alles zu wüten, was sie für feindlich halten. Selbst Privatwagen von Amerikanern werden das Ziel von Anschlägen, ebenso wie der britische Yachtclub in Berlin. Einfach weil sie immer da war und sehr beständig und da hat ja niemand hinterfragt. Also die war eben immer von Anfang an da. Wir spüren natürlich unsere Ohnmacht in diesem Bereich. Viele haben uns ja auch schon gesagt, in dem Augenblick, in dem Geheimdienste eine Rolle spielen, haben wir keine Chance, dort weiterzukommen. Uns war immer bewusst, wir machen es auf eigene Kappe. Das ist unsere freie Entscheidung und ist unser Wille gewesen, militant gegen die Verhältnisse vorzugehen. Und kriegt denn im Nachhinein, Jahre später mit, die haben sich ja quasi drüber fast schon gefreut. Ja? Also die war denen schon lieb, dass wir das gemacht haben. Also diesen Geheimdiensten. Die waren bestimmt abgehört oder bewacht. Also der war ja quasi vom Verfassungsschutz eine Wohnung, irrsinnigerweise.
Der sitzt irgendwo in der Toskana, hat ein Weingut. Er hat ja von der Bundesrepublik fast 1 Million gekriegt für sein gutes Werken. Dafür, dass er Gesetze gebrochen hat, hat er noch 1 Million Belohnung gekriegt. Na, großartig. Danke. Und wir sind in den Knast gegangen. Haben die alle ein Brett oder was? Es gibt jedenfalls viele Hinweise darauf, dass sie Gespräche abgelauscht haben könnte mit anderen RAF-Mitgliedern. Es gibt diese Hinweise bereits auf eine Zeit zuvor, nämlich 1974, als sie in West-Berlin, dann in Moabit, die Möglichkeit hatte, sozusagen einen privilegierten Zugang zu Ulrike Meinhof zu haben, im Gegensatz zu anderen Gefangenen, was dafür spricht, dass sie auf Ulrike Meinhof angesetzt worden sein könnte, um sie abzuschöpfen. Wie lange, denken Sie, wird der Prozess noch gehen? Das ist ja auch für Leute, die jetzt groß werden oder so, also für künftige Generationen, dass die ein richtiges Verhältnis kriegen zu einer Gesellschaft. Aber muss jetzt auch geklärt werden. Diese Geheimniskrämereien sind ja wirklich demokratiezersetzend, muss man so sehen. Und man darf ja nicht vergessen, die gesamten Theater der dritten Generation der RAF sind ja alle ungeklärt. Alle. Nicht? Also insofern ist das schon bedrückend. Und was jetzt die RAF als solche angeht, wenn wir solche Klärungen nicht bekommen, nicht? Also zum Beispiel die Frage, hat die RAF eben nur aus sich heraus allein gehandelt oder hat sie mit Unterstützung zum Beispiel vom Geheimdienst gearbeitet? Wenn man das nicht weiß, kann man es ja gar nicht verstehen. Wer eigentlich der Super-GAU der Bundesrepublik? Wenn das rauskommt, sie war beim Verfassungsschutz und hat ihren Vater erschossen. Das ist doch. Na denn, gute Nacht. Das ist könnte sich eigentlich jemand vorstellen, was denn passiert hier? Diese Geheimniskrämereien sind ja wirklich demokratiezersetzend, muss man so sehen. Und man darf ja nicht vergessen, die gesamten Theater der dritten Generation der RAF sind ja alle ungeklärt. Nicht? Also insofern ist das schon bedrückend. Und was jetzt die RAF als solche angeht, wenn wir solche Klärungen nicht bekommen, nicht? Also zum Beispiel die Frage, hat die RAF eben nur aus sich heraus allein gehandelt oder hat sie mit Unterstützung zum Beispiel vom Geheimdienst gearbeitet? Wenn man das nicht weiß, kann man es ja gar nicht verstehen. Wer eigentlich der Super-GAU der Bundesrepublik? Wenn das rauskommt, sie war beim Verfassungsschutz und hat ihren Vater erschossen. Das ist doch. Na denn, gute Nacht. Das ist könnte sich eigentlich jemand vorstellen, was denn passiert hier?